Post hat mich erreicht vom lieben Dave, ein geschätzter Freund aus meiner WhatsApp-Gruppe. Dave und ich hatten einen kleinen Deal. Ich habe ihm Stücke aus meiner Sammlung von Indiana Jones überlassen. Er ist ein großer Indiana Jones-Fan und ja, er war so begeistert, dass er nicht nur ein Video machen wollte davon und zeigen wollte, was wir sozusagen gedealt haben. Das hört sich schlimm an, aber es ist trotzdem sehr schön. Und lieber Dave, bitte, ich freue mich auf dein Video, wenn es kommt. Und falls es schon da ist, würde ich es auch verlinken, jetzt hier sofort. Aber egal. Jedenfalls, der Dave hat sich so sehr gefreut, dass er gesagt hat, er möchte mir auch eine Freude machen und hat mir etwas Besonderes aus seiner Sammlung zukommen lassen. Ja, und das habe ich hier. Ich habe es noch nicht geöffnet. Das tue ich jetzt mit euch zusammen. So, Messer geschnappt. Ich habe nur geguckt, wo ich es öffne, das Paket. Einmal hier auf und einmal da und einmal da. Und dann geht's auf. Verpackungsmaterial brauchen wir nicht. Und ja, hier ist es drin. In Bubblefolie und hier in anderer Folie. So, Karton weg. Brauchen wir nicht mehr. So, und er hat mir aus seiner Sammlung zukommen lassen. So, das weg. Das Sticker-Album von Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels. Hier seht ihr beides. Das schöne Artwork. Das ist wirklich sehr gelungen. Von Shia LaBeouf und Harrison Ford aus dem Film. Das ist von Merlin Stickers. Es ist komplett leer, das Album. Und hier würde ich jetzt sozusagen einkleben die Geschichte des Films. Das tue ich aber nicht, obwohl ich, was habe ich? Hier. Das hat er mir auch überlassen und das finde ich echt klasse. In dieser Folie eingepackt. Eine ganze Box Sticker. Das ist eine volle Box, denke ich mal. Ja, also die Box ist ein bisschen angeschlagen, aber egal. Hier haben wir die Indiana Jones Sticker, die Tüten. Eine vollständige Box. Also er wollte mir das für die Sammlung, für meine Sammlung, als Dankeschön. Und da freue ich mich natürlich sehr. Bin völlig begeistert. Das ist ja schon was Besonderes, so eine ganze Box auch zu haben. Die haben mal 50 Cent pro Tüte gekostet, 50 Pakete drin. Das heißt, man muss eine ganze Menge kaufen, um das Album vollständig zu bekommen. Ja, da freue ich mich sehr drüber, lieber Dave. Und ja, das war in the Box. Jetzt wollen wir doch noch mal einen Blick ins Indiana Jones Sticker-Album werfen, wenn es mit Stickern gefüllt ist. So, hier seht ihr, so sieht das aus. Schön mit Stickern gefüllt. Es gibt diese Silbersticker hier, ne, und auch die normalen, etwas verschiedene Größen. Und ja, schöne Motive. Und ihr seht, wie voll das ist. Aber ich will gar nicht so weit alles zeigen, weil es sollte ja nur einen kleinen Einblick geben. Auch hier eine schöne Szene. Und irgendwo hier, genau da will ich hin. Die Nummer 85 ist die letzte, die mir fehlt. Ansonsten ist das Album komplett und wenn die Nummer vollständig ist, mache ich auch ein komplettes Durchblättervideo davon. Und ja, lieber Dave, das ist aber nicht das Album, was du mir gegeben hast. Dein Album habe ich noch hier und es ist, wie ihr seht, komplett unbeklebt. Das bleibt auch so, denn interessanterweise hatte meine Schwester auch so ein Album und hat es fast vollständig gehabt. Ich habe bisher noch ein paar Bilder so aufgetrieben in der Zwischenzeit, ohne jetzt eine einzige der ganzen Stickertüten aufzumachen. Sicherlich ist da die 85 drin, die mir fehlt, aber das Risiko will ich nicht eingehen. Jedenfalls, die 85 suche ich noch. Wenn sie eine hat, schreibt mich an. Ansonsten, ja, so sieht ein gefülltes Stickeralbum aus.